Liebe Leute, willkommen, liebe Grüße an alle, die dabei sind. Wir spielen Aquatico live auf Twitch, YouTube-Playlist, doch da oben in der Ecke. Ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen hier. Und wir sind bei den ersten Schritten, wir spielen ohne Tutorial. Es gibt zu wenig Platz und das haben wir jetzt ein erstes Problem. Ich sammle nämlich so viel ein, dass hier nicht mehr reingeht und die Forschung ist noch nicht so weit, glaube ich. Nee, wir können Lager schon bauen. Lager gibt es im Produktionsmenü. Ah, die Forschung ist schon ausgelaufen. Ah, das haben wir schon erforscht. Super. Da können wir jetzt Batterien herstellen. Die brauchen wir. Sauerstoffgenerator scheint mir persönlich etwas wichtiger. Damit fangen wir mal an. Wir erforschen einmal, dass wir Sauerstoff bekommen können. Dann brauchen wir Strom. Wir setzen gleich, das verbraucht auch Ressourcen, mal eine erste Energiestation hierhin. Das heißt, die Meereswellen, die eine Gezeitenturbine, die einfach aus den Bewegungen des Meeres Energie gewinnt und dadurch den ersten Strom erzeugt. Wir produzieren dadurch die ersten 80 Elektrizitätseinheiten pro Jahr. Oben seht ihr, dass wir im April gestartet sind, im ersten Jahr halt. Temperaturen gehen so. Es wird später etwas steigen und gegen Winter hin wieder etwas absacken. Ja. In Bulantes, in unserer Stadt hier. Wir bauen ein erstes und da sollten wir uns schon überlegen, welche Gebäude, wenn wir demnächst haben, die Energie brauchen. Denn die werden wir verbinden müssen mit dem Kraftwerk. Und wenn ihr mal mit mir einen Blick werft ins Grid hier, dann seht ihr, hier kommt Öl hin, hier kommt nachher Eisen hin, der wird viel Produktion sein. Das heißt, es wäre ganz klug, hier schon mal zentral hiermit zu beginnen und hier ein bisschen Strom hinzusetzen, hier vorne hin. Die sind relativ klein und wir bauen mal ein solches Kraftwerk hier unten hin. Eingang ist nach oben hin, das heißt, die Mitarbeiter, die dort gegebenenfalls arbeiten, sollen schnell da sein. Da wir eher nach oben hin bauen werden, setze ich das einmal hier hin. Und setzt das, weil hier sowieso nichts Spannendes baubar ist, mal im kleinen Bereich hier direkt davor. Ja? Eine erste Turbine wird gebaut jetzt. Wir verbrauchen ein bisschen Plastik. Und ich schau mal, wo die Lagergebäude sind. Ein Depot. Und damit können wir halt die Menge vergrößern von Plastik zum Beispiel, das wir einlagern können. Und es hat noch eine andere Funktion, eine doppelte Funktion. Das ist auch eine Anlaufstelle, um weiter vorne, also ein Lager, das wir auch ein Stück in der Regel weiter weg hinstellen, weil wir dehnen uns ja allmählich über die ganze Karte aus. Und das setzen wir etwas weiter in die Richtung hin, die wir uns mutmaßlich hinbewegen, die wir mutmaßlich hinbauen werden. Und wir drumherum auch andere Gebäude anschließend bauen können, damit die Leute immer ihre Sachen dort reinbringen können und so weiter. Das heißt, die Frage ist, wohin entwickeln wir uns weiter? Hier unten eher nicht. Dunkelblau geht nicht. Das ist Ibis, das ist die Tiefsee, dahin geht's nicht. Hier oben können wir hinbauen, das ist möglich, das sollte kein Problem darstellen. Und ich würde mal sagen, wir gehen nach oben hin, weil hier können wir auch viel Grün, da können wir viel Nahrung später gewinnen, hier haben wir auch viel Erz beispielsweise. Hier vorne können wir die Basismenge nutzen, die ja selber auch drin sind an Lagerstätten. Oder wir bauen mal ein Lager in die Mitte und das andere dann ein bisschen weiter weg, dass wir hier auch vorne im ersten Industriegebiet, das hier entstehen wird, ein bisschen Lagermenge haben. Depot braucht keinen laufenden Unterhalt, aber eine einmalige Menge von 30 Credits. Da wir 2005 zum Start haben, kein Ding. Wir brauchen eine kleine Plastik, eine kleine Eisenmenge. Eisen ist noch da, Plastik auch. Und ich würde es mal hinbauen, wenn wir hier die Industrie aufziehen, hier direkt daneben hin. Mit Anschluss nach unten hin allerdings und lassen ein bisschen Platz für mögliche Pipelines, die sich da durchschlängeln werden. Freut mich, dass so viele Leute da sind. Wünsche euch viel Vergnügen hier. Falls ihr Fragen habt, stellt sie entweder mir. Ich erkläre gerne alles, was ich erklären kann. Spezielle Fragen könnt ihr auch schriftlich im Chat stellen, dann bitte auf Englisch. Da sind die Entwickler im Chat da und können auf Twitch mit euch chatten. Auf YouTube geht das dann leider natürlich nicht. Wenn ich träume, schreibt es ein mutig von einem Entwickler live und online, den weltberüchtigsten Beta-Tester WB an ein Spiel zu lassen. Das ist eine kleine Anspielung auf meinen Leitsatz. WB kriegt jedes Spiel kaputt, aber noch sind wir davon entfernt. Wir können auch Bau priorisieren. Hier, das bitte zuerst schnell bauen.
Jetzt geht's in die Richtung weiter, damit wir hier bei der Platz im Lager war halt begrenzt hier. Und jetzt wird viel noch eingesammelt an verschiedenen Ressourcen. Was wir demnächst auch brauchen, zumindest im bitterkalten Winter, wir brauchen auch gleich ein paar erste Wohngebäude natürlich. Ja, es gibt Naturkatastrophen, Erdbeben, also es gibt Events, negative Events, Zufallsevents, jede Menge, auch solche, die uns neue Bewohner hier reinbringen, kommt alles nach und nach im Laufe des Spiels. Hier oben sammeln wir Nahrung ein, oben gibt es eine erste Vorausschau, wie sich das entwickeln wird. Hier im Sponge Collector arbeitet eine Drohne im Augenblick, wir können die auch ausbauen. Da können wir unsere wertvollen Ressourcen in verschiedene Kategorien einsetzen, um die Produktion zu verbessern. Das scheint mir die Produktion mit geringen Mengen, die Produktion 20% mehr Produktionsbonus hier, das würde ich gerne auf jeden Fall machen. Hier würden wir Plastik ausgeben, das mache ich erstmal nicht. Das heißt, dieselbe Menge an Arbeitern, die hier arbeiten, nämlich eine Drohne, produziert 20% mehr. Wir müssen nur einmalig eine kleine Menge Credits und Schwämme ausgeben. Und hier unten mauert das auch. Hier vorne, überall. Dann gibt's. Dann kommt ein Event rein. Demnächst kommen Arbeiter bei uns. Also nicht Drohnen, können auch Drohnen sein. Wahrscheinlich sind es menschliche Arbeiter. Melden sich bei uns. Das ist so ein kleiner Schub. Es kann auch sein, dass zwischendurch Geschenke von der Basis kommen. Bestimmte Plastikmengen zum Beispiel. Wir können später auch eine Handelsstation erforschen, Handel treiben, Handelsrouten aufstellen, Sachen verkaufen, einkaufen, die wir benötigen oder die wir im Überfluss haben. Das ist, Spiel ist echt recht umfangreich. Eine Sache will ich euch gerne zeigen. Wir können nämlich das Spiel auch übersichtlicher dadurch gestalten. Und die Gebäude sind ja, das ist alles unter Wasser. Das ist alles blau in blau oder blau in blau-grün. Was ich cool finde, es ist ja oft schwierig in Aufbaustrategiespielen, in Citybuildern, Farben, die Gebäude zu unterscheiden. Dafür gibt es folgende Möglichkeit. Wir geben mal allen Gebäuden, in denen wir Schwämme produzieren, die Farbe gelb und noch die Signalfarbe rot und klicke, dass alle von diesem Typ so bitter eingefärbt werden. Und wenn das jetzt geklappt hat, dann sind alle Gebäude in dieser Farbe und so können wir die leider schneller finden nachher. So können wir nachher zum Beispiel Nahrungsgebäude in grün einfärben oder Produktionsgebäude in schwarz, können wir dann schnell eher finden. Jetzt haben wir hier vorne für Energie gesorgt, aber wir haben noch kein Gebäude, das Energie braucht. Und wenn wir eins haben, dann muss das Kraftwerk damit dann auch verbunden werden mit diesen Pipelines. Bevor wir das aber machen, gucken wir mal in das rein, was wir als nächstes brauchen. Das ist Lagermenge. Das erste Lager, hier können wir auch Statistiken abrufen, können angucken, wie viel ist da. Nachher können wir nachher auch kontrollieren, wie teuer ist das, falls wir einen Überschuss erwirtschaften, was verkaufen wollen und so weiter. Wir können die Menge, bis zu der wir was einsammeln, hier regulieren und so weiter und so fort. Die Mengen sind ganz groß, machen uns keine Sorgen. Dann gehen wir mal rein in die Forschung. Die ist hier vorne. Jetzt können wir auch Sauerstoff herstellen, würde ich dringend machen, weil gleich meckern unsere Leute. Wir können Drohnen herstellen, das kommt zu früh. Wir haben noch genug Mitarbeiter. Das ist schon ein bisschen wichtiger. Wir können Treibstoff herstellen, um Rohöl umzuwandeln in Brennstoff. Das werden wir gleich brauchen. Und das ist die Herstellung von Batterien. Wenn die Drohnen keine Batterien mehr haben, brauchen sie Batterien und die können wir entweder einkaufen oder selber herstellen. Erster Schritt sollte ich, finde ich allerdings, sein, hier dafür sorgen, dass es Öl gibt. Was wir jetzt im ersten Schritt machen, wir bauen hier eine Ölplattform, um Rohöl schon mal zu gewinnen. Die produziert 120 Öl für jede Drohne, die dort arbeitet und einmalig verbrauchen wir 30 Credits und 25 Plastik. Und ihr seht das Grid, das geht auf diesen hier, auf diesen roten Bereichen, da kann man das machen. Und da die eine Pipeline-Verbindung haben müssen, hier oben mit hin, setzen wir die hier vorne hin, drehen die auch einmal nach oben hin, einfach damit die Mitarbeiter, die Drohnen oder was auch immer, da schnell hinkommen. Und ihr seht jetzt an der Effizienzeinstellung, je dichter wir drauf bauen, desto höher ist der Effizienzwert. Und wir versuchen natürlich einen 100er Effizienzwert zu bekommen. Lassen ein bisschen Abstand, damit die Pipelines dazwischen gezogen werden können. Und so ist alles gut. Okay? Wird jetzt auch gebaut.
Und dann müssen wir das noch verbinden. Das Teil, jetzt geht den Rhone rüber und verbindet das mit einer, mit der Infrastruktur. Die ist, Moment, hier vorne. Drei verschiedene Arten von Infrastruktur. Das ist die Basis. Wir ziehen eine Pipeline. Kostet für jeden Abschnitt einmalig 4 Credits und ein Plastik. Wie gut, dass wir einiges an Plastik gesammelt haben, nämlich 740. Gehen hier einmal rein und ziehen das hier rüber. Dafür setzen wir einen Punkt. Alle Pipelines müssen miteinander verbunden sein. Wir haben ein großes Pipeline-Netz und das wird überall mit allem verbunden sein. Was das U-Boot unten in der Leiste bedeutet, fragt Legat der Krone. Ein U-Boot unten in der Leiste? Ein U-Boot unten in der Leiste? Ach, das hier, das ist Expeditionenbildschirm. Das kommt noch viel später. Das ist noch zu früh. Jetzt ziehen wir das einmal hier rüber. Zack, da ist es. Einmal gebaut. Die sind sofort da, die Gebäude dagegen müssen erst gebaut werden. Das ist der Unterschied. Und jetzt sollten wir uns so langsam auch Gedanken darüber machen. Da kommen hier demnächst Leute, wo wir die unterbringen wollen. Wir könnten schon mal einen Dom bauen für die. Oder ich würde erstmal ein paar Steine einsammeln. Die brauchen wir demnächst auch ein bisschen Stein unter Eisen. Denn die Mengen hier, ja, Steine direkt um die Ecke, die können wir einsammeln. Hier sind auch Steine, ziemlich viele. Die können wir einsammeln hier. Da gehen wir rein in den Sammelbereich rein. Wir sammeln hier ein paar Steine. Und sammeln dann außerdem noch ein bisschen Eisen. Eisen ist eigentlich eine Ressource, die erst später kommt, aber man kann ja froh sein, wenn man sie hat. Forschung läuft. Hier entsteht die Ölplattform. Und in dem Forschungsbildschirm seht ihr wiederum, es dauert noch wenige Tage, dann können wir das Öl nutzen, um Treibstoff oder Brennstoff herzustellen. Die Pipeline ist jetzt Bullstream 1, richtigerweise im Chat von Patrick. Absolut richtig, ja. Tatze, danke fürs fette Cheeren. Liebe Grüße an Tatze, danke dir. Sehr großzügig, ja. Echt. Nahrung sammeln wir auf Vorrat, Mitarbeiter kommen gleich und wir können auch schon mal, Achtung, einen ersten Dom bauen. Jetzt kommt ein besonderes Feature und zwar, ich zeige es euch mal durch die Tab-Taste. 3, 2, 1, Tab. Geht noch nicht, wir haben noch keinen Dom gebaut. Wenn wir einen Dom gebaut haben, also eine Kuppel, eine Unterwasserkuppel, deren Fundament unten auf dem Meeresgrund ist, dann weit rauf über Streben es nach ganz oben geht, da kann man quasi im Obergeschoss einen, die Wohnkapseln bauen unter großen Glocken und erleben dann unsere Menschen. Ja, das heißt, wir bauen einen kleinen Dom, der hat Platz für viele kleine Untergebäude, die wir da stellen werden. Später gibt es dann noch Medium und Big Dom, aber da brauchen wir viel Forschung für. Und den setzen wir, schaut euch das Teil mal an. Was brauchen wir für den Bau? 150 Credits haben wir. 80 Plastik haben wir, 30 Eisen, wir haben gerade noch 70, kein Ding, bauen das erste Teil für unsere Kolonisten und setzen es dahin, in die Mitte, die Leute werden ja als Arbeitskräfte runterkommen und unten dort arbeiten, je zentraler, desto besser. Und hier machen wir, glaube ich, ja, das könnte ich mir vorstellen, weil den grünen Bereich hier brauchen wir nicht zwingend. Hier vorne kommt Öl hin, da kommt Öl hin. Da war schon, ne? Hier kommt Eisen, hier werden wir viel bauen. Hier kommt viel Nahrung hin. Wir setzen mal. Ich plane mal eine weitere Energieturbine daneben hin. Ich setze die schon mal. Pausiere aber noch den Bau. Bau wird pausiert, aber das setzen wir wie ein Bluescreen hier einmal hin und dann setzen wir, nee, ich fange mal an mit Sauerstoff. Wir setzen die Ölplattform, das ist die Ölplattform, ach, das können wir auch schon bauen, das machen wir als nächstes. Für die Herstellung ist die Forschung dann fertig. Ah ne, das ist nur ein allgemeiner Produktionsbonus, okay. Ich dachte, die müsste noch freigeschaltet werden. Dann gehen wir hier rein mit dem Brennstoff.
Und das ist eine Riesenfabrik. Und die muss verbunden sein hiermit dann letztlich. 80 Öl ist der laufende Verbrauch. Das Teil hier verstellt her 120. Und der das Gebäude, mit dem wir Sauerstoff herstellen, verbraucht 60 Energie. Wir haben 70. Dann fangen wir damit mal an. Und den setzen wir mal hier links hin. Und der muss allerdings auch verbunden sein mit dem Wohnturm nachher. Alles muss mit dem Wohnturm verbunden sein. Dann setze ich den hier vorne hin. In das Grüne leider. Dann ziehen wir hier auch schon mal die Infrastrukturgeschichten hier rüber. Verbindung für nachher hin. Einmal hier. Der entsteht hier vorne. Einmal Sauerstoffherstellung. Verbraucht 60 Elektrizität, wir haben 80, das ist kein Ding. Energie haben wir genug. Plastikfabrik kommt später. Noch haben wir genug, das wir eingesammelt haben. Die Brennstofffabrik müssen wir noch herstellen. Mhm. Den Brennstoff brauchen wir fürs Heizen nachher. Brauchen wir den als nächstes. Neue Personen kommen, zwei neue. Wir werden gefragt, wollen wir die annehmen? Ja, die hätten wir gerne. Jetzt haben wir 4, sieht man hier vorne, pardon, das war der falsche Bildschirm, hier 4 und 6. Jetzt mal, wir müssen ihn auch gleich den Wohnturm bauen, vor allerdings einmal Heizung, weil der Wohnturm macht gar keinen Sinn, wenn man den nicht beheizen kann und keinen Sauerstoff hinschickt. Das heißt, das Teil setzen wir dann, boah, ist das ein dickes Teil, das setzen wir dann mal hier unten hin. Ich habe ja keine Schwämme kaputt gemacht, aber ich glaube nicht. Das muss auch verbunden werden. Bei der Infrastruktur. Mit diesen Dingen hier. Plastik ist genug da. Steine und Eisen werden gesammelt. Das wird später hergestellt. Quarz und Glas und Beton. Das braucht noch etwas. Schwämme haben wir nur noch 84. Wir bauen in sehr hohem Tempo. Forschung ist fertig. Als nächstes gehen wir mal rein. Ich würde gerne möglichst schnell bei der Forschung hier hinkommen. Für das Upgrade der Basis und für die Möglichkeit, Eisen herzustellen. Und das ist bessere Häuser. Das ist der Handel. Den finde ich auch super wichtig. Und das hier war allgemeiner Produktionsbonus. Damit können wir unter Wasser Farmen anlegen, da können wir jagen. Deko-Banner, das sind die Batterien, die wir im Augenblick noch nicht brauchen, weil wir genug haben. Herstellung von Kleidung, da kommen wir an mehr Geld rein. Also da will ich gerne möglichst schnell hin. Dieser Bonus hier, den können wir auch erstmal weglassen. Drohnen-Factories arbeiten da besser, das ist noch egal. Wir gehen in die Drohnen. Factory hier, das heißt, wir können unsere Drohne dann selber herstellen. Das will ich gerne erforschen. Läuft die Forschung. Bau läuft weiter.
Also, Energie haben wir genug. Hier vorne entsteht die Brennstofffabrik. Wasserstoff wird schon hergestellt. Pardon, Sauerstoff wird schon hergestellt. Wir können jetzt den Wohnturm bauen. Es geht. Wir bauen den ersten Wohnturm. Den setzen wir, dieses riesige monströse Teil, vielleicht hier eins da drüber. Dann können die von dort überall hin. Das ist außerhalb der Reichweite der. Ich würde sogar noch mehr von den Schwämmen machen. Passt nahezu perfekt hier rein. Nahezu perfekt gibt es nicht, ich weiß ja. Könnten wir hier hinsetzen. Wir brauchen einen Anschluss an die Pipelines. Das klappt aber. Das Blöde ist, wir können dann mal das genau dazwischen setzen. Oben mit den Pipelines können wir nicht links dran vorbei. Weil die Pipelines brauchen mindestens einmal Platz hier, ne? Also rechts oder links müssen wir die Pipelines blocken. Dann blocken wir die Pipelines links, weil das hier ist nicht bebaubar. Dann bauen wir die hier. Der braucht auch einen Pipeline-Anschluss für Sauerstoff, beispielsweise Energie und so weiter. Ihr seht ja auch die vielen Eingänge in alle Richtungen. Hier entsteht jetzt dieses große, dicke Teil. Und er hat hier keinen laufenden Unterhalt. Im zweiten können wir nicht bauen. Eisen geht alle. Wir haben noch, ja, wir sollten irgendwo Eisen einsammeln. Steine haben wir, Plastik geht noch. Das sind Steine. Das sind leider auch Steine. Da können wir nochmal einen, ja, Plastik brauchen wir auf jeden Fall. Demnächst auch nochmal. Da gehen wir auch mal auf Einsammeln, bitte. Alles nur Steine. Wo ist der nächste Eisenhaufen? Könnt ihr einen sehen? Eisen wird gebraucht, Eisen wird gebraucht. Direkt bei uns um die Ecke. Habe ich nur nicht gesehen, weil der Schwammhersteller daneben war. Einmal hier hin, bitte. Super. Klasse. Steine haben wir wirklich in rauen Mengen und da ist nochmal Eisen. Klasse. Das sollte aber zum Start genügen. Ja, wir haben keine Häuser für unsere Leute, die sind im Bau. Das wird ab jetzt ein Problem. Seht ihr die roten Warnhinweise hier für die Leute? Sauerstoff und Nahrung gehen alle. Sie bauen zum Ausruhen Häuser. Die haben jetzt auf den letzten Metern gebaut hier. Gleich wird das hier oben fertig. Die schreien jetzt schon. Ah, Sauerstoff geht alle. Rette mich, WB. Auf den letzten Metern kommt jetzt die Unterkunft. Wir können auch schon mal den Bau vom zweiten Kraftwerk hier auch schon mal anlegen. Wir haben genug Plastik und genug Geld, um noch mehr Schwämme herzustellen. Production Boost 2 hier. Wir tappen uns einmal durch alle durch, auch durch die anderen und gönnen in Plastik und Credits und bekommen dann statt eines 20% einen 40% Bonus hier drauf. Wenn wir genug Arbeit haben, können wir auch mehr Leute da reinstellen, dann wird die Produktion entsprechend verdoppelt hier. Er ist da. Er ist da. Und jetzt, Leute, jetzt kommt das, was ich eben so groß angekündigt hatte. Achtung, jetzt kommt mit Durchdrücken der Tab-Taste oder alternativ. Das war's nicht. Oder alternativ Wechsel von hier. Nee, irgendwo. Eines von denen irgendwo, aber ich drücke lieber auf Tab-Taste. 3, 2, 1, Tab. Ja, oben angekommen. Das ist die Kuppel von oben. Und hier können wir jetzt die Gebäude reinbauen. Im Augenblick ist die Auswahl klein. Achtung, rechts unten verändert sich das Baumenü.
Eben waren die Gebäude unten, waren hier noch die Gebäude zu sehen, die wir unten bauen könnten. Jetzt die Gebäude, die wir oben bauen. Und damit fangen wir natürlich an. Mit einfachen Wohnhäusern. Hier ist der Ein- und Ausgang. Wir bauen ein kleines Haus. Das können wir nachher noch upgraden. Oder wir bauen nachher, wenn wir die erforscht haben, gleich die größeren Häuser, in denen mehr Menschen untergebracht werden. 4 Leute kommen rein. Maximal. Doppelstockbetten, 2 Stück. Credits und Plastik, jeweils 10, ist schnell gebaut. Wir haben 4 Leute im Augenblick, wir bauen mal 2 Häuser. Ach, wir können auch schon mal 3 bauen, oder? Die sind ja so billig, gehen wir mal hier hin. Drehen die mit dem Eingang nach vorne hin. Da haben wir schon mal ein bisschen Vorrat hier. Ein Bau läuft sofort, geht ganz fix hier. Die werden sehr froh sein, wenn die ihre Häuser haben. Dann können die nämlich die Nahrung endlich abgreifen, den Sauerstoff endlich abgreifen und schieben keine Panik mehr. Die haben verschiedene Bedürfnisse, die seht ihr hier, die entwickeln sich langsam runter. Das hat aber alles noch Zeit. Forschung. Fertig. Wir können die nächste Forschung einstellen, wenn wir der Meinung sind, wir hätten genug Geld. Hier gibt es nachher ordentlich Geld. Hier können wir Steuern erheben. 4 Leute. 1 Credit für jedes Haus in die Richtung. Ja, ich gehe mal hier weiter. Die Batterien haben wir, glaube ich, noch genug. Die Batterien waren 188. Das reicht noch lange. Wir gehen im Forschungsbildschirm rechts straight immer geradeaus und gehen hier vorne hin. Dann können wir Agrikultur, also Landwirtschaft, betreiben auf dem Meeresgrund. Wir können Farmen errichten, um Seegurken oder Seegras anzubauen. Und vor allem, das ist der Weg hin zu den Steuern und hin zum Ausbau der Basis. Und das ist eine mächtige Geschichte. Da wollen wir hin. Eine Sauerstoffsteuer. Field North Bowman. Schande über dich. Schande, echt. Kann ich nicht anders sagen. Schäm dir. Ganz, ganz furchtbare Idee hier. Ganz schrecklich.